Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ich begrüße unsere Online-Familie und die TV-Familie und alle, die aus Zufall reingezappt haben in diese Botschaft, in diese Sendung. Worum geht's heute? Meine Botschaft heute heißt, so hilft dir der Heilige Geist. Okay, es geht also um Pfingsten, um die Geistestaufe und um das Sprachengebet. Wenn du jetzt sagst, Geistestaufe, Sprachengebet, da habe ich schon mal was davon gehört. Und du bist jetzt bestürzt und voller Entsetzen. Dann bist du eigentlich in keiner schlechten Gesellschaft, denn laut Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 6 und 7 sind die, die am Pfingsttag Leute erlebt haben, die erfüllt waren mit dem Heiligen Geist, auch bestürzt gewesen und entsetzt. Kannst du nachlesen. Die waren bestürzt und entsetzt. Was hat Petrus gemacht? Er hat ihnen erklärt, um was es geht. Und das ist heute meine Aufgabe. Ich erkläre euch heute, um was es geht, denn ich möchte, dass wenn wir fertig sind heute mit dieser Botschaft, dass wir geisterfüllt sind, dass wir neu geisterfüllt sind, wenn wir schon geistgetauft sind, und dass wir alle miteinander, so Gott will, in Sprachen reden, okay, und so du willst, dass du das kannst, in Sprachen beten kannst. Du sagst Geistestaufe, Geistestaufe, Schmeißestaufe. Was ist das genau? Schau, die Geistestaufe verwandelt dich in eine bessere Version von dir selber. Aber lass uns ein bisschen systematisch vorgehen. Lass uns zu Johannes Kapitel 16 aufschlagen. Johannes Kapitel 16 und ab Vers 7, da sagt Jesus nämlich, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Ich lese es euch vor. Ich sage euch die Wahrheit, es ist nützlich, dass ich weggehe. Wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Jesus ist im Obersaal, sie sind gerade fertig mit Abendmahl feiern und Jesus predigt jetzt. Das sind seine letzten Worte an seine Gemeinde hier unten auf der Erde vor der Himmelfahrt. Und er predigt und er lehrt und es dauert also ziemlich lang bis in die Nacht hinein. Und er predigt Kapitel 13, Kapitel 14, Kapitel 15, Kapitel 16, Kapitel 17, da ist er dann schon in Gethsemane, Junge, Junge. Aber er sagt hier also wichtige Dinge offensichtlich, denn er hat jetzt nicht mehr viel Zeit. Er sagt, es ist nützlich, dass ich weggehe. Also eigentlich ist es doch schön, wenn Jesus unter uns ist. Amen. Wir haben ein Wort vom Herrn, wir kommen in den Gottesdienst und hören von Gott. Und jetzt kommt Jesus und sagt, es ist besser für euch, wenn ich weg bin. Herr, ja, denn wenn ich nicht weggehe, dann kommt auch der Beistand nicht. Der Beistand, in deiner Übersetzung heißt es vielleicht der Tröster, es ist der Helfer. Im griechischen Urtext steht da Helfer, der zur Unterstützung Herzugerufene. Wenn du schwer hebst und du hebst zu schwer, dann ist es gut, wenn du jemanden hast, den du zur Unterstützung herzurufen kannst. Amen. Und genau diese Aufgabe erfüllt der Heilige Geist. Wir haben Weihnachten, wir haben viel Ostern in der Gemeinde, aber wir haben ziemlich wenig Pfingsten in der Christenheit ganz allgemein. Aber wisst ihr, Weihnachten, also die Geburt Christi und die Auferstehung Christi, die sind nur Zwischenstationen gewesen. Die eigentliche Endstation für Jesus hier unten auf der Erde, das war Pfingsten, er ging in den Himmel und hat dann den Heiligen Geist geschickt, der uns alle mit besonderen Fähigkeiten ausstatten soll. Das werden wir gleich noch genauer anschauen. Na, Jesus sagt auf jeden Fall Folgendes in Vers 12. Er sagt, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Ihr könnt es jetzt nicht tragen. Jesus sagt, ja, ja, ihr haltet euch alle für die dicke Wurst. In Wirklichkeit seid ihr nur Wurstzipfel. Ein Wurstzipfel ist nur der Anfang von der Wurst. Okay? Im Moment braucht ihr noch dringend Hilfe. Im Moment kommen noch einige Sachen auf euch zu, aber ihr seid noch nicht bereit. Ich kann euch jetzt die Dinge, die ich zu sagen habe, nicht sagen, sagt Jesus, weil ihr nicht bereit seid. Wisst ihr, wann sie bereit waren? An Pfingsten waren sie bereit. Vorher waren sie nicht bereit. Jetzt im Moment, in dem sie noch im Kreis herumsitzen um Jesus, haben sie noch alle möglichen Vorstellungen, die mit der Vorstellung Christi nichts zu tun haben. Sie denken alle immer noch, jetzt nimmt er den Thron ein, jetzt macht er Israel zur Weltmacht, jetzt komm halt schon in die Gänge her, jetzt lass ich halt schon zum König krönen, alle diese Dinge. So sind die jetzt unterwegs. Aber erst muss ihre Vision, ihre fleischliche Vision, ihre eigene Vision zerbrochen werden, damit sie dann Gottes Vision annehmen, bereit sind anzunehmen. So sie denken also, Herr, jetzt geht's doch los, oder? Aber in jeder Nacht wird Jesus verhaftet, am nächsten Tag wird er gekreuzigt und ihre ganze Vision für ihr Leben
mit Jesus und für die Geschichte ihrer Nation, alle diese Dinge, die brechen jetzt zusammen. Ihre Vision für ihr Leben bricht zusammen. Manchmal ist es nicht das Schlechteste, wenn deine Vision für dein Leben zusammenbricht. Weil du dann erst offen bist für das Reden Gottes möglicherweise. Hast du mich gehört? Wenn du Vater bist oder Mutter, dann weißt du das. Du weißt es besser als deine 9-mal klugen Kinder. Deine Kinder denken, sie sind die dicke Wurst, dabei sind sie nur Wurstzipfel. Ja, der Anfang der Wurst, es fängt erst an. Der Wurstzipfel ist der Anfang und das Ende der Wurst. Ihr wisst, was ich meine, oder? Und du wüsstest ganz genau, wie es richtig geht. Aber du weißt ganz genau, deine Kinder sind jetzt einfach nicht in der Lage und bereit, auf dich zu hören. Ist es irgendjemandem schon mal so gegangen, außer mir? Ja, genau, sehr gut. Ich freue mich, dass er also so ehrlich seid. Ja. Es ist Jesus ganz genauso gegangen. Ich weiß, was gut für euch ist, ich weiß, was jetzt kommt, aber ihr habt keine Ahnung, ihr seid jetzt so, ne, Bub, mach einen mathematischen Beruf oder studiere irgendwie was mit Mathematik. Nein, ich bin Musiker. Und er kauft sich eine Gitarre und er spielt seine eigenen Lieder, Schrammellieder, verstehst du? Dann hat er endlich die Gelegenheit, auf die Bühne mal zu kommen. Irgend vom Rolling Stones Konzert ist er der Pre-Act, verstehst du? Also er dürft da mal, bevor die dann loslegen, da steht er dann und singt seine Lieder und dann kommt er wieder heim zu seiner Mutter und zu seinem Vater, seine Gitarre in der Hand, Hals abgebrochen. Er riecht nach faulen Eiern, er hat noch eine Art Tomate auf dem Auge. Na, und sie sagen, ja, gar nichts sagen sie. Er sagt vielmehr, wie war das nochmal mit dem Mathe-Studium? Schau, jetzt ist er in die Lage versetzt zu hören. Alles klar? Und so muss es manchmal erst gehen. Und so ist es bei den Jüngern jetzt auch. Herr, wir werden Minister und du wirst König. Und Jesus sagt, nö, wir brauchen keinen neuen König in Jerusalem. Ihr braucht einen neuen König in eurem Herzen. Ihr müsst eure Sünden vergeben bekommen und ihr müsst nach dem Takt eines neuen Trommlers marschieren. Und dieser Trommler will Jesus sein. Vertreten durch den Heiligen Geist. So, was Jesus also im Sinn hat, ist, er wird den Heiligen Geist auf die Gemeinde fallen lassen. Ein rauschender Wind wird kommen, Feuerzungen werden sich auf sie setzen. Der Geist Gottes wird über sie kommen und sie werden plötzlich bessere Versionen ihrer selbst sein. Aber im Moment haben sie noch keine Augen und keinen Nerv dafür. Sie wollen immer noch in die Politik. Partei, verstehst du? Und Jesus springt nicht drauf an. Jetzt ist meine Frage, bist du bereit für Pfingsten? Oder hast du alles Mögliche über Pfingsten und über die Geistestaufe und über die Geistesgaben und über das Sprachengebet schon gehört, das dich bestürzt und entsetzt macht? Weil ich kriege immer wieder Zuschriften. Und wenn ich die dann beantworten tue, also die dann sagen, das ist vom Teufel, Geistestaufe, Sprachengebet ist alles falsch. Und ich zeige denen dann Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 aus der Bibel, dann sagen die, nein. Weißt du, die sind dann nicht bereit. Ich habe euch noch vieles zu sagen, aber ihr seid nicht bereit dafür. Und wenn du nicht bereit dafür bist, du, Jesus war auch bereit, aber die Jünger waren es nicht, dann müssen wir halt warten. Aber ich denke mal, viele von uns sind sehr wohl bereit. Bereit für eine erstmalige Geistestaufe, Halleluja, Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Oder eine neue Erfüllung mit dem Geist Gottes. Ja, das ist mein Gebet und das glaube ich und das ist meine Hoffnung heute Morgen. Amen. Also, die Frage, die du dir stellen musst, bist du bereit für das, was Gott für dich hat? Bist du bereit und in der Lage, mal unbefangen in die Bibel hineinzuschauen und zu sehen, was uns da wirklich geschenkt ist in der Geistestaufe mit dem Sprachengebet? Oder lehnst du das von vornherein ab? Musst du wissen, musst du entscheiden. Ich spreche also zu denen, die bereit sind und die es nicht ablehnen, sondern die das haben wollen. Du sagst jetzt, ja, wozu? Geistestaufe, wozu? Gute Frage. Ich sage dir, wozu? Jesus sagt es, er beantwortet die Frage im Apostelgeschichte, Kapitel 1, Verse 4 und Verse 7. Da erscheint der Auferstandene den Jüngern, hat er ja gemacht, über 40 Tage. Und die fragen ihn, Herr, an Pfingsten, du hast jetzt da Sachen gesagt, gut, wirst du dann wiederkommen und stellst du dann dem Israel das Reich wieder her? In anderen Worten, machst du dann endlich Israel zu einer Großmacht? Befreist du uns von den Römern? Und Jesus sagt, es liegt nicht an euch, die Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Ihr aber werdet Kraft empfangen. Hast du das gehört? Ihr werdet Kraft empfangen. An Pfingsten haben sie Kraft empfangen. Kraft empfangen. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus.
Überlegt euch das mal. Er stellt sich vor seine Jünger hin, die Zeichen, wundermächtige Taten bereits selber getan haben, als er sie ausgesandt hat. Manche von ihnen haben ihn verklärt gesehen auf dem Berg der Verklärung oben. Also, und zu diesen Leuten sagt Jesus, wartet, bis der Geist Gottes auf euch kommt und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Die sind doch schon Zeugen gewesen. Offensichtlich meint Jesus, ihr werdet dann erst recht und in einer besonders vollmächtigen Weise meine Zeugen sein. Kannst du das verstehen? Kannst du das nachvollziehen? Ihr werdet dann in einer neuen Art und Weise meine Zeugen sein. Ja, ihr seid schon gute Christen. Ihr seid von Neuem geboren, das ist wunderbar. Ihr habt Jesus in eurem Herzen, die Sünden sind euch vergeben. Ihr dankt Gott jeden Tag, ja, für seine Erlösung, ist spitzenmäßig gut. Aber es gibt noch mehr. Es gibt noch ein Erlebnis über die Errettung hinaus. Und das ist die Geistestaufe, das ist Pfingsten. Nach der Auferstehung kommt Pfingsten. Und das ist das, wofür Jesus eigentlich kam. Was sein eigentlicher Plan mit der Gemeinde ist, mit uns hier unten. Statt wir als Christen sind der Leib Christi. Und das Haupt ist in den Wolken sozusagen, ist im Himmel. Aber der Leib, du und ich, wir sind auf der Erde. Und wenn das Haupt den Heiligen Geist hat, dann ist es nur das Normalste von der Welt, dass der Leib auch den Geist Gottes hat. Amen. Und er möchte, schau, dass die Christen, die eine bessere Vollmacht haben als bisher. Okay, und das müssen wir uns anschauen, denn das ist es wirklich wert, das ist alle Mühen wert. Wir erinnern uns, die Jünger, die saßen verschreckt daheim, haben die Türen verschlossen gehabt aus Angst vor den Juden, erinnert euch? Haben sie gemacht. So waren sie also jetzt zurückgezogen und waren Christen, waren von Neuem geboren, haben an Jesus geglaubt, aber hatten keine große Vollmacht. Stattdessen haben sie sich gegenseitig bedauert. Es gibt viel zu viele Christen, die sich gegenseitig bedauern. Und jetzt passiert was Interessantes. Ja, neue Dimension, übernatürliche Gabenausstattung, das soll jetzt auf sie zukommen. Ja, eine Fähigkeit, die dich zu einer besseren Version deiner selbst macht. Du kannst Sachen können, aber du kannst Sachen inspiriert können und da ist ein Unterschied. Okay, jemand kann ein Lied schreiben und das Lied ist vielleicht ganz nett. Tonika, Dominante, Subdominante, Dominante, Subdominante, Tonika. Wunderbar. Aber dann gibt es Lieder, die sind einfach inspiriert. Dann gibt es Lobpreislieder, die um die Welt gehen. Und dann singen alle möglichen Leute die. Na, Waymaker zum Beispiel, kennt ihr das? Es hat eine Afrikanerin hat das gedichtet, das haben Amerikaner aufgegriffen und alle haben gemerkt, auf der Welt hätte es ein super Lied. Dann ging das um die ganze Welt. Leute, das ist inspiriert, das ist nicht einfach ein Lied. Da steckt der Geist Gottes drin. Na, Amen. Oder auch andere Lieder, dass man die Lieder von Paul Gerhardt so lange gesungen hat und immer noch singt. Na, der Mann kommt aus dem 30-jährigen Krieg, 1600 noch was. Von Gott gesalbte Psalmisten. Wunderbare Sache. Okay, also. Und damals, Pfingsten ist ein Erntefest. Okay, die waren damals die Erstlingsfrucht sozusagen vom Herrn, die geisterfüllt worden ist. Aber wir sind heute nicht die Erstlingsfrucht, sondern die Folgefrucht. Und so wie die Erstlingsfrucht geisterfüllt war, so soll die Folgefrucht auch geisterfüllt sein. Schau, die haben damals gelebt. Die Gefäße, die haben sich geändert. Wir sind heute die Gefäße des Geistes Gottes. Die Gefäße haben sich geändert, das Öl fließt immer noch. Der Geist Gottes geht immer noch bis zum heutigen Tag um die Welt und schaut nach Leuten, die offen sind für ihn, damit er sie erfüllen kann. Und er ist heute hier, um dich zu erfüllen, preis dem Herrn. Denn Gott hat eine Aufgabe für dich und er möchte, dass du dich nicht nur gut, sondern mit Spaß an der Freude erledigen kannst. Dass es nicht eine dröge Arbeit ist, sondern dass es richtig gut wird. Halleluja. Mai, 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 mai. Na, wenn du unterwegs bist in dem, was Gott für dich hat, dann musst du Folgendes bedenken. Was Gott fordert, das fördert er auch. Okay? Und was er bestellt, das bezahlt er auch. Glaubst du das? Okay, jetzt lassen wir ein bisschen in die Apostelgeschichte gehen, Kapitel 2. Ich sage jetzt mal was über Einmütigkeit. Einmütigkeit. Es steht nämlich in Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1. Als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Bei mir steht in einer anderen Übersetzung, waren sie einmütig an einem Ort beisammen. Bei wem steht einmütig dabei? Okay, da, gut. Alles klar, warum sie das bei mir rausgelassen haben, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall waren sie einmütig zusammen. Übrigens, am Ende des Kapitels sind sie auch noch einmütig zusammen.
Sie verharrten täglich einmütig im Tempel und so weiter und so fort. Also das Wort beginnt mit Einmütigkeit und endet mit Einmütigkeit. Und dazwischen drinnen ist die Geistestaufe und sind wunderbare Dinge. Die waren hundertprozentig froh, dass sie an dem Tag im Gottesdienst waren. Glaubst du das? Denn wisst ihr, im Gottesdienst passieren manchmal interessante Sachen. Und vom Bildschirm natürlich auch, wenn du nicht fort kannst, ja, zieh dir das ruhig an. Amen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Okay, lass uns bei der Einmütigkeit nochmal ganz kurz bleiben. Einmütigkeit ist gut. Denk an Psalm 133. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das Öl, das auf das Haupt Aarons herunterfließt, auf den Saum seiner Kleider. Also Einmütigkeit und Salbung, Heiliger Geist und so, stecken in diesem Psalm drinnen. Und dann geht's weiter. Dorthin hat der Herr den Segen verheißen. Der ganze Psalm hat nur 3 Verse. Einmütigkeit bringt Segen. Und diesen Einmütigkeitssegen, den erleben wir hier. Es geschah ein Brausen aus dem Himmel, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Ich mache das jetzt mal so, ich schalte jetzt mal um, jetzt pass mal auf. So, wir sind jetzt in Jerusalem, ihr könnt es unschwer erkennen, nehme ich an. Na, da ist bereits die Geistestaufe unterwegs, der Geist Gottes ist schon gekommen, das hat sich wieder beruhigt. Paulus Petrus predigt gerade. Aber wir sind jetzt erstmal hier. Aus dem Himmel ein Brausen, als geführe ein gewaltiger Wind daher und dann kommen die Feuerzungen. Zerteilte Zungen, wie von Feuer. Zerteilte Zungen, warum zerteilte Zungen? Naja, weil eine Zunge plötzlich mehrere Sprachen gesprochen hat. Denn sie redeten alle in Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Der Geist Gottes ist gefallen, wumms auf die Gemeinde. Aber lass mich mal auf das Brausen und auf das Feuer eingehen. Da gibt es auch was drüber zu sagen. Und zwar sehen wir das schon mal, dass ein brausender Wind ankam und wir sehen auch Feuer schon mal im selben Zusammenhang, also in derselben Schriftstelle. Und zwar in 2. Könige, Kapitel 2, Vers 11. Du sagst ja, um was geht es jetzt denn da? Da wird der Prophet Elia in den Himmel entrückt, in einem feurigen Wagen und im Sturmwind. Also feuriger Wagen, Sturmwind. Und jetzt haben wir es doch wieder mit Sturmwind und Feuerflammen. Ich habe mir gedacht, ja genau, diese Begebenheit im 2. Könige im Alten Testament, die sagt uns was, die teilt uns was Wichtiges mit. Das teile ich dir jetzt mit, was die uns mitteilt. Pass auf. Elia hatte einen Jünger, einen Diener namens Elisa. Die klingen fast gleich, die hatten auch denselben Dienst später, Propheten. Und Elia war ein vollmächtiger Mann Gottes. Der rollt also seinen Mantel zusammen, schlägt auf den Jordan. Der Jordan teilt sich. Der Jordan ist ein Symbol für den Tod. Der entspringt bei den Jordanquellen, geht durch den See Genezareth und runter mündet ins Tote Meer. Und wenn Elia also auf den Jordan draufschlägt und dann durchgeht, dann bedeutet das, er hat den Tod besiegt. Wer hat den Tod besiegt in Wirklichkeit? Jesus, ne? Elia ist ein Symbol für Jesus. Und Elisa, der ihm nachläuft, ist ein Symbol für die Jünger, für uns, für dich und mich und die Jünger damals. So, die schauen also, dass sie so schnell wie möglich auch durch den Jordan kommen. Jetzt haben auch sie metaphorisch den Tod besiegt. Jetzt sind sie am anderen Ufer des Jordan. Und jetzt passiert was Interessantes. Jetzt kommt ein Wagen, ein feuriger Wagen mit Engeln und holen den Elia ab und der fährt dann im Sturmwind in den Himmel hinauf. Und Elisa bleibt zurück, der dürft nicht mitfahren. Wer wäre auch gern im Himmel? Ja, also ich auf jeden Fall auch, ja, definitiv. Aber er muss da bleiben. Und jetzt sieht er also diese Feuerzungen, ja, wie die da den Elia im Sturmwind, tornadomäßig, ja, nach oben tragen. Und er schaut und schaut und schaut. Und dann fällt der Prophetenmantel wumms vor ihn runter. Dieser Prophetenmantel symbolisiert den Heiligen Geist. Denn wenn der den jetzt aufnimmt und sich umlegt, dann tritt er ein in den Dienst des Elia. Dann wird Elisa zu Elia dienstmäßig. Alles klar? Wenn die Jünger jetzt sich den Heiligen Geist anziehen, in anderen Worten, wenn sie bereit sind und Ja sagen zur Geistestaufe,
dann bekommen sie den Prophetenmantel, in Anführungszeichen, die Salbung Jesu umgeworfen. Nicht einer alles, sondern alle miteinander seins. Seid ihr dabei? Jetzt muss Elisa sich entscheiden. Er sieht diesen Mantel da liegen. Und er denkt sich, was mache ich jetzt mit diesem Mantel? Lasse ich ihn liegen oder nehme ich ihn auf? Wenn ich ihn liegen lasse, dann kann ich wieder zurückgehen, kann wieder Bauer machen, dann weiß ich jeden Tag, wann ich früh anfangen muss und wann ich abends aufhöre. Die Jahreszeiten gehen vor mir dahin, die Sonne zieht über mich hinweg, der Mond zieht über mich hinweg, es wird hell, es wird gutes Leben. Oder ich lasse mich auf dieses Abenteuer ein und ich nehme den Prophetenmantel des Elia auf. Und der Herr sagt zu dir heute, was magst du? Nimmst du den Mantel Gottes auf, nimmst du den Heiligen Geist auf, sagst du ja dazu, bejahst du das, legst du ihn dir um sozusagen? Bist du bereit, den Herrn um eine Salbung des Heiligen Geistes zu bitten, um eine Erfüllung mit dem Geist Gottes zu bitten und um eine Gabenausstattung zu bitten, dass du seine Werke tun kannst in größerer Vollmacht als bisher? Oh, das musst du beantworten. Das musst du beantworten. Das ist ein wichtiger Punkt und ich ermutige jeden Einzelnen, ja, sich darauf einzulassen, denn es hat mein Leben vollkommen verändert. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, würde nicht die Dinge machen, die ich tue, wenn nicht der Geist Gottes wäre und ich damals ja gesagt hätte zu ihm. Okay, gut, jetzt lass uns schauen, was passiert. Wir sind jetzt bis Vers 4, Vers 5 und jetzt lesen wir Vers 6 und 7, was da passiert. Das Getöse, der Wirbel, den Gott macht, der bringt die Leute aus Jerusalem zusammen. Die laufen zusammen zu dem Haus. Wenn Gott einen Wirbel macht, dann laufen die Leute zusammen, dann kommen sie. Finde ich gut, finde ich interessant. Und so sind sie jetzt also da und wissen nicht, was sie davon zu halten haben. Mann, was ist das für ein Rauschen, ja. Und Petrus und die anderen Apostel, das waren ja 120, ja, die sind wahrscheinlich rausgegangen auf die Straße, weil sie es nicht ausgehalten haben in diesem Thronsaal da oben, also in diesem Obersaal, und haben dort auf der Straße in Sprachen geredet. Und diejenigen, die dort zusammengelaufen sind, die haben sie in ihrer eigenen Sprache gehört. Wie gibt's das? Also ist es so, dass Pfingsten eines der Feste ist, zu denen die Israeliten nach Jerusalem gehen sollten. So ähnlich wie beim Passa auch und so. Es war ein Präsenzfest. So, es waren also Leute aus dem Ausland da und von überall her. Aus allen Teilen der Welt sind die zusammengekommen. Und als dann die Jünger geisterfüllt waren und auf die Straße gegangen sind und wie betrunken waren und dort angefangen haben, Gott zu loben und zu preisen, in einer Sprache, die sie nicht verstanden haben, gab es Leute in der Masse, die diese sehr wohl verstanden haben. Und die waren dann platt, die waren dann bestürzt und entsetzt. Das sind doch alles Galiläer. Wie können die plötzlich in unserer Sprache reden? Wir kommen aus Unterfranken, machen hier Pilgerreise nach Jerusalem und jetzt reden die breitestes Fränkisch. Breitestes Fränkisch. Es ist ein Zeichen Gottes, es ist ein Zeichen Gottes. Damals war es tatsächlich so, dass die in Sprachen geredet haben, die anderen verstanden haben. Aber nicht nur. Denn es kommen ja jetzt Leute und sagen, ja, das sogenannte Sprachengebet gibt's gar nicht, sondern es sind immer nur Fremdsprachen gewesen. Nee, sagt die Bibel so nicht. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, gleich in den ersten Versen, wenn ich in den Zungen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Dann geht er durch die anderen Geistesgaben, Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Heilung und so weiter und so fort. Er sagt, wenn ich in den Worten der Menschen und der Engel rede. Also du kannst, wenn du in Sprachen redest, in Menschenzungen reden, ja, aber auch in Engelszungen. Klingt für dich komisch, ne? Aber es ist trotzdem so. Du sprichst dann in einer Sprache, die du nicht selber verstehst. Es gibt übrigens verschiedene Arten von Sprachenreden, muss man dazu sagen. Einmal dieses initiale Sprachengebet, das ist quasi ein Anti-Babel. Bei Babel war es so, dass die Hörer nicht verstanden haben, was die Sprecher gesagt haben. In Jerusalem ist es so, dass die Sprecher nicht verstanden haben, was die Hörer verstanden haben. Versteht ihr? Das ist eine Rückabwicklung sozusagen. Ich finde es auch interessant. Damals hat er die Welt zerstreut und jetzt sammelt er alle in ein Volk, nämlich das Christenvolk. Finde ich bemerkenswert, wie Gott das alles so macht. Es gibt, lass mich das gleich ausführen jetzt, es gibt verschiedene Arten von Sprachen. Einmal dieses zeichenhafte Sprachenreden, dann gibt es aber auch noch dein Sprachengebet, das du anschalten und ausschalten kannst. Paulus widmet dieser Gabe ein ganzes Kapitel, oder zumindest ein Dreiviertelkapitel, im 1. Korintherbrief, Kapitel 14.
Dort sagt er gleich in Vers 5, ich will, dass ihr alle in Sprachen redet. Wenn es in der Bibel drinnen steht, dann sagt es zwar Paulus, aber eigentlich sagt es der Heilige Geist durch Paulus. Wenn der Heilige Geist will, dass wir in Sprachen reden, dann sollten wir das ernst nehmen. Denn Gott gibt keine sinnlosen Gaben. Er rechnet dann drauf, dass wir darauf einsteigen. Amen. Lass mich nochmal sagen, du bist trotzdem, auch wenn du nie in Sprachen redest und nie geisterfüllt wirst, in dem Sinne, in dem ich es heute Morgen predige, du bist immer noch ein Christ, okay? Du gehst immer noch in den Himmel, wenn du stirbst, kein Thema. Aber Jesus sagt, ihr werdet Kraft empfangen und dann meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samaria. Also, du kannst in Sprachen reden, wenn du willst. Kannst es, wenn du es dann mal hast, kannst es einschalten und ausschalten. Paulus sagt im selben Kapitel, Vers 18, er sagt, ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und es steht außerdem dort, kannst du alles nachlesen, wer in einer Sprache redet, redet zu Gott. Niemand versteht ihn. Wer versteht ihn? Mr. Nobody. Nein, niemand. Niemand. Wie viele sind niemand? Sind so viele, zähl meine Finger. Null. Okay, keiner. Niemand versteht. Ja, tatsächlich. Ja, steht wirklich so. 1. Korinther Kapitel 14 liest es. Niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Das griechische Wort ist Mysterion. Das sind Dinge, die du mit deinem Verstand gar nicht erfasst. Schon wenn der Geist Gottes dir alles sagen würde, was er weiß, dann wärst du vollkommen überlastet. Dein Kopf wäre total überlastet. So sagt er dir aber nur bestimmte Sachen. Oder er lässt dich für Dinge, die du nicht weißt, im Geist beten. Und ich habe festgestellt, wenn ich viel im Geist bete, habe ich grundsätzlich weniger Probleme. Und die Probleme, die ich habe, die treffen mich nicht so sehr, wie wenn ich das Ganze schleifen lasse. Das gibt es nämlich auch. Und der Herr, der dieses Gebet versteht, keiner versteht es, niemand. Wie viele verstehen es? Niemand versteht es. Aber der Herr, für Gott reden wir Geheimnisse. Er sagt also Dinge, er lässt uns Sachen beten, die nur er weiß und die er dann auf der Welt hier in Ordnung bringt. Und ich sag mal, er glaubt uns auf diese Art und Weise die Steine aus dem Weg. Er sorgt dafür, dass du jetzt schon dafür betest, dass du morgen zur richtigen Zeit an der richtigen Position bist und dir das richtige Wort einfällt. Oder dass du auf der Arbeit den Geistesblitz hast. Alle stehen um die Maschine herum, wissen nicht, was es ist. Und weil du eben gestern Abend noch in Sprachen gebetet hast, bevor du ins Bett gegangen bist, und auch beim Autofahren ist immer gute Gelegenheit, in Sprachen zu beten. Deswegen stehst du jetzt da und plötzlich denkst du dir, ach, das könnte doch, müsste doch, pass mal auf. Und dann fummelst du da an dem Teil rum und plötzlich läuft's wieder und alle schauen dich an und denken sich, was ist jetzt mit dem los? Ja, du hast in Sprachen gebetet, hast Geheimnisse vor Gott entfaltet. Na? Lass mir das vielleicht auch nochmal ausdrücklich sagen. Unser Elisa, der hat damals den Prophetenmantel von Elia genommen und dann war er ein Prophet. Der Geist Gottes, den Jesus gegeben hat, der hat die Menschen nicht zu Propheten gemacht, sondern er hat sie zu Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrern gemacht. Er hat sie zu Helfern gemacht, zu Mitarbeitern, zu Dienstgaben, zu Organisatoren, zu allem Möglichen. Und er hat sie auch zu gesalbten Handwerkern gemacht und zu gesalbten Müttern und Vätern und weisen Menschen. Sehen wir in der Bibel. Wisst ihr, wer der erste Geisterfüllte in der Bibel war? Kein Prophet. Es war kein Priester, kein König, kein jemand. Es war ein Handwerker. Bezaleel, der aus Intuition gewusst hat, wie man die Stiftshütte bauen soll. Obwohl er nicht in der Konferenz war auf dem Sinai zusammen mit Mose und Gott. Der wusste das intuitiv. Weißt du durch wen und weißt du wie? Durch den Geist, der dort oben war. Der Geist, der hat die Erkenntnis von da oben genommen und hat sie da unten in sein Herz gepflanzt, obwohl er gar nicht mit dabei war. Du musst dazu gar nicht bis in den Himmel hinaufsteigen, um Gottes Wort zu hören. Er schickt es dir runter. Finde ich gut. So, Gott gibt dir eine Gabenausstattung und er macht was mit dir und du musst dich nur darauf einlassen. Oh Mann, ich hoffe, ich dring durch. Ja, ich hoffe wirklich, ich dring durch bei uns. Wir sehen hier unseren Petrus, der zusammen mit den anderen Aposteln hinter Schloss und Riegel sitzt. Aus Angst vor den Juden. Man, vor einigen Tagen haben sie Jesus getötet und wer weiß, vielleicht kommen sie jetzt zu uns und holen uns ab. Ne? Sie haben jemanden am Fenster postiert, der schaut, ob die grüne Minna vorfährt. Und jedes Mal, wenn ein Polizeiauto vorbeifährt, ne, pumpe die Pumpe.
Und jetzt passiert Pfingsten, jetzt passiert die Geistestaufe. Und jetzt machen diese Apostel die Türen weit auf. Denn sie halten es nicht aus, in diesem Pfingstobersaal hier allein zu sein mit dieser Kraft Gottes. Sie machen die Türen auf, sie stellen sich auf die Straße und schreien los, Halleluja, machen sich völlig lächerlich. Alle laufen entsetzt und bestürzt zusammen und sagen, was ist mit denen los? Manche sagen, sie sind voll süßen Weines, sie sind besoffen, was fällt denen ein? Also in anderen Worten, sie müssen gewankt haben, irgendwie müssen sie berauscht gewirkt haben. Und Paulus sagt ja auch, Epheser Kapitel 3, oder wie ist es, Kapitel 5, Vers 18, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes. Also wenn du im Lobpreis stehst und die Hände oben hast und ein bisschen singst und plötzlich dich gut fühlst, ne, dann musst du dich nicht entschuldigen, dann musst du jetzt nicht auf die Knie gehen und sagen, oh Herr, vergib mir, ich fühle mich gut beim Singen. Ja, das musst du nicht machen, sondern du kannst es mitnehmen. Amen. Denn manche, die denken ja, Gott ist immer ernst. Ja? Gott hat nichts gegen positive Emotionen. Du sollst positive Emotionen, gute Vibrations nicht vergöttern, aber er hat auch nichts dagegen, um Gottes Willen. Na, sondern du kannst dich ruhig freuen. Na, wenn ich in... Also ich war schon in Afrika und die machen ganz anders Lobpreis als wir. Und auch in den Vereinigten Staaten, ja, ist ganz anders. Die sind da ganz anders unterwegs. Also es wäre jetzt komisch, wenn wir auch so rumtäten, aber lustig wäre es mal. Und es wäre grundsätzlich nichts dagegen zu sagen, okay. Aber unser Petrus, der hört jetzt die Leute reden und wie sie entsetzt sind und bestürzt sind. Sie wissen nicht, was es ist und was sie da verpassen, wenn sie nicht mitmachen. So stellt er sich jetzt also auf den Balkon und er fängt an zu reden. Er sagt, Leute, hört mal, die sind nicht betrunken, wie ihr meint. Es ist doch erst die dritte Stunde, ist für uns 9 Uhr am Morgen. Also Pfingsten hat um 9 Uhr am Morgen stattgefunden. Wir sind etwas verzögert, aber es macht nichts. Und er predigt also los. Der Mann, der sich gerade noch versteckt hat, der brüllt jetzt lauthals hinaus über die Volksmenge, die ruhig ist und die ihm lauscht. Du kannst eine Stecknadel fallen hören, als der Mann redet. Und dann fängt er an und er predigt, er sagt, was ihr hier erlebt, ist die Erfüllung der Weissagung aus dem Alten Testament. Joel Kapitel 3, Vers 1 bis 5. Ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Alles Fleisch, sind es nur die 120? Oder ist alles Fleisch, alles Fleisch? Wer ist im Moment auch noch im Fleisch hier? Wer sitzt hier im Fleisch? Also ich hoffe, du bist noch nicht so ätherisiert. Ja? Dass du dir Geist hier rumsetzt, du bist im Fleisch hier. Und es heißt ausdrücklich, er gießt den Geist aus auf alles Fleisch. Also auch auf dich und auf mich. Auf dich und auf mich. Wir sind Kandidaten. Dreh dich mal um zu deinem Nachbarn und sag, du Kandidat, du. Ja, du bist ein Kandidat für die Erfüllung, für eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Heute Morgen hier, Halleluja. So, er steht also da und er legt los und er predigt. Der Mann, der gerade noch sich versteckt hat, der steht jetzt da wie eine Zielscheibe und predigt. Und predigt im Joel. Er sagt, das Geist Gottes wird ausgegossen auf alles Fleisch. Und dann gibt er euch Geistesgaben, Charismata gibt er euch. Er gibt euch Geistesgaben, er lässt euch Dinge wissen, die zukünftig sind. Hat Jesus schon in Johannes Kapitel 16 gesagt. Ich habe es nur nicht gelesen. Er sagt euch Sachen, die ihr nicht wisst. Er wirkt unter euch. Es werden wunderbare Dinge passieren, wenn ihr euch darauf einlässt. Seid nicht bestürzt, seid nicht entsetzt. Eure Jünglinge werden Visionen sehen, eure Alten werden Träume haben und die ganze Welt wird erfüllt werden mit der Herrlichkeit des Herrn. Und die Herrlichkeit des Herrn, der Geist Gottes, ist heute Morgen auch hier mitten unter uns und bereit zu wirken und dich zu erfüllen, wenn du das willst und wenn du das zulässt. Er wird dich zu nichts, absolut nichts zwingen. Okay? Es ist nicht so, dass der Geist Gottes über dich kommt und dich wirkt und sagt, mach gefälligst. Es gibt einen Propheten aus einer anderen Religion, der sowas beschrieben hat. Davon spreche ich ausdrücklich nicht. Okay? Sondern wir haben einen anderen Geist und es ist ein anderer Geist Gottes, der hier wirkt. Und es ist alles freiwillig, das musst du wollen, das musst du annehmen wollen, du musst es empfangen. Amen.
Also der Mann, der gerade noch ängstlich war, der ist jetzt kühn. Gott hat ihm den Geist der Furchtsamkeit genommen und einen Geist der Kraft und der Vollmacht und der Besonnenheit gegeben. Amen. Und so predigt er da jetzt. Er predigt die Geistestaufe. Er erklärt sie. Er predigt die Auferstehung Christi. Ja, und er predigt die Umkehr. Und er sagt ihnen, was sie machen müssen, damit sie gerettet werden und damit sie auch die Geistestaufe empfangen können. Und die Volksmenge in Jerusalem steht da und sagt, ihr Männer, Brüder, was müssen wir tun? Und dann leitet Petrus sie in ein Gebet, sie werden Christen. Und dann betet er wohl auch noch für die Geistestaufe für sie, auch wenn es jetzt nicht da steht. Auf jeden Fall werden der Gemeinde an dem Tag 3000 Mann hinzugetan. 3000. Schau, das ist der Unterschied. Ein nicht geisterfüllter Prediger sitzt mit seinen Ängsten im Kabuff und traut sich nicht raus. Ein geisterfüllter Prediger ist in derselben Umgebung und spricht voller Kühnheit und schert sich nicht drum, ob die grüne Männer kommt oder nicht. Übrigens, in Kapitel 3 tut ein Wunder und predigt noch ein wenig im Tempel, unser Petrus, und dann verhaften sie ihn auch schon. Und im Kapitel 4 sitzt er bereits im Gefängnis. Und es macht ihm überhaupt nichts aus. Er ist kühn. Er sagt diesen Leuten, die ihn verklagen vor Gericht, er sagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, weil die sagen, wir wollen nicht, dass du Jesus predigst, wir wollen das nicht. Und er sagt, macht einfach trotzdem, der ist jetzt kühn. Er hat einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit und der Geist der Furcht ist weg. Wenn du den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit auch haben willst, der ist heute hier für dich. Okay? Und er wird dir eine größere Vollmacht geben auf deinem Gebiet. Deine Gebiete sind nicht meine Gebiete. Auf jeden Fall sage ich euch, mein Leben hat sich wirklich dramatisch verändert, als ich erfüllt worden bin mit dem Heiligen Geist. Naja, auf jeden Fall ist dann was passiert. In unsere evangelisch-lutherische Landeskirche ist ein Prediger gekommen, der das gepredigt hat. Und ich muss auch unserem Pfarrer danken. Unser Pfarrer damals, der hat auch in Sprachen geredet und war geisterfüllt, so wie ich das jetzt heute erkläre. Der war nämlich Teil der geistlichen Gemeindeerneuerung in der evangelischen Landeskirche in Bayern. Und das war also so eine Gruppe von Leuten, die da offen war dafür, die das praktiziert haben in der Landeskirche. Ich bin dem Herrn so dankbar dafür, dass es diese Leute damals gegeben hat, dass sie kühn waren seiner Zeit und das gepredigt haben. Na, denn das ist ja nicht selbstverständlich. Der Dekan hat ihm seiner Zeit Schwierigkeiten gemacht, dem Pfarrer, weil der Prediger, der kam, nämlich so viel Zulauf hatte. Was willst du sagen? Der Petrus-Effekt. Der Geisteshaufen-Effekt. Naja, auf jeden Fall hat er mir auch die Hände aufgelegt. Ich bin erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, habe begonnen, in Sprachen zu reden. Es war wunderbar. Und bin dann weggegangen und habe dann wieder Bibel gelesen. Und ich habe die plötzlich anders verstanden, besser verstanden. Ich habe Schriftstellen plötzlich besser durchdrungen. Dinge, die ich schon vorher gelesen habe, die habe ich plötzlich durchdrungen. Man kann was lesen, aber man kann was durchdringen. Verstehst du den Unterschied? Und ich dachte mir, das ist ja der Hammer. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe dann angefangen zu reden und die haben gemerkt, an dem ist jetzt was anders. Und ich habe das gemerkt, dass da was kam und was verändert hat. Und ich bin dem Herrn sehr dankbar dafür. Denn ohne wäre das wahrscheinlich ein Gezerre. Wisst ihr, es gibt Leute, die wirklich einen Ruf haben zu predigen und so auch, oder dies, das und jenes zu machen. Aber die könnten noch besser sein, wenn sie sich auf die Geistestaufe einlassen würden. Auch du, egal was dein Beruf ist, ja, du könntest noch mehr Befriedigung daraus beziehen, wenn du erfüllt wärst mit dem Heiligen Geist. Wenn du es nicht schon bist, viele von uns sind es ja. Wie geht es mit dem Sprachengebet? Wie ist das? Naja, es ist so, wir bitten Gott um den Heiligen Geist, dann kommt er auf dich nach seiner Verheißung, denn er ist ausgegossen auf alles Fleisch. Wer glaubt, dass der Geist Gottes ausgegossen ist auf alles Fleisch, winkt mal. Okay, wenn du das glaubst, dann ist alles klar. Und dann ist er jetzt auch hier. Auch hier bei dir. Und wenn wir ihn um den Geist, um die Geistestaufe, wenn wir ihn bitten, dann wird er uns auch erfüllen mit seinem Heiligen Geist. Jesus sagt sogar, wer von euch, den sein Sohn um einen Fisch bittet, wird ihm eine Schlange geben. Genauso wenig wird Gott euch einen anderen Geist geben, wenn ihr um den Heiligen Geist bittet. Gott gibt euch gute Gaben und er wird euch den Geist Gottes geben, wenn ihr um den Heiligen Geist bittet. Da haben wir das Wort Jesu dafür. Stellen im Evangelium an verschiedenen Stellen. Wir bitten Gott also, Herr, erfüll uns mit dem Geist Gottes und schenk mir das Sprachengebet und dann musst du einfach anfangen loszulegen. Fängst du einfach an zu reden.
ist eine Sprache, die du nicht verstehst. Und die lässt einfach raus. Es ist in einer gewissen Weise eine Beleidigung für deinen Verstand. Denn der will ja alles kontrollieren. Der will ja immer den Durchblick haben und der will, dass du immer alles durchdringst, okay? Aber du musst dich da ein wenig zurücknehmen. Du musst da dem Geist Gottes ein bisschen Raum geben. Und einfach anfangen zu reden. Und wenn du dann anfängst zu reden, dann merkst du schon, ja, es ist ja leichter als gedacht, es ist ja leichter als gedacht. Und zum Schluss haust du deinem Nachbarn den Ellbogen rein und sagst, es ist ja leichter als gedacht. Amen. Du wirst es nicht verstehen, was du da sagst, denn niemand versteht es. 1. Korinther Kapitel 14, Vers 2. Niemand versteht es im Geist, aber sprichst die Geheimnisse. Vers 14, hier, 1. Korinther 14, 14. Dein Verstand ist fruchtleer, das bedeutet, tut sich nichts, da kommen jetzt keine Gedanken sofort, okay? Da kommt jetzt nicht sofort Erkenntnis oder so. Der ist fruchtleer. Fruchtleer ist, also hör zu, wenn ein Kasten leer ist, dann ist er leer. Wenn ein Fass leer ist, dann ist es leer. Fruchtleer ist leer, ist nichts los. Der Verstand ist fruchtleer. In anderen Worten, du verstehst das Sprachengebet nicht. Aber im Geist sprichst du Geheimnisse und sagst Dinge, die kein Mensch jetzt so auf dem Radar hat. Und plötzlich nimmt dein Leben eine neue Leichtigkeit an. Plötzlich triffst du die richtigen Leute. Plötzlich erkennst du Dinge, durchdringst Probleme, dir fallen Lösungen ein. Lauter wunderbare Dinge. Ja, und Paulus hat es ständig gemacht. Ich danke Gott, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle, Vers 18. Und er hat auch mehr Offenbarung gehabt als alle anderen. Und er hat auch mehr Briefe geschrieben als alle anderen. Weil das sein Ding war. Dein Ding ist vielleicht wieder was anderes. Was immer dein Beruf ist, was immer du magst. Der Herr wird dich in eine bessere Version umwandeln und du wirst Kraft haben, in diesen Dingen sein Zeuge zu sein. Amen. Okay. Und wenn du dann erfüllt bist mit dem Geist Gottes, nachdem wir jetzt gleich gebetet haben, dann musst du auf das Reden und auf die Führungen vom Geist Gottes eingehen. Es kann sein, dass du plötzlich intensiv den Gedanken hast, ruf den und den an und du sagst, ich habe den schon seit 10 Jahren nicht mehr angerufen und ich weiß gar nicht warum. Magst trotzdem. Und du magst es und dann stellst du fest, du hast ein Wort für ihn oder eher eins für dich oder wie auch immer. Ganz, ganz interessant. Gestern habe ich für jemanden in Sprachen gebetet. Dann habe ich ihn angerufen. Dann hat er gemeint, ja, prima, ich bin gerade von draußen reingekommen. Kaum bin ich herin, klingelt das Telefon und du bist dran. Timing, verstehst du? Göttliches Timing. Es ist eine Kleinigkeit, aber alle diese Dinge, die wirken so zusammen, die verschränken sich so. Siehst du das? Kannst du das erkennen? Also ich sehe das ständig. Du siehst nach einer Zeit dann die Fingerabdrücke Gottes, ja, auf deinem Leben und auf bestimmten Dingen, die so passieren. Du musst nur halt dabei bleiben und es dann auch wirklich tun. Und das kann durchaus zu einer gewissen Disziplin-Sache werden. Kann also sein, dass du dich da nicht besonders erbaut fühlst hinterher jetzt unbedingt. Aber ich sage dir mal eins, eine Batterie, wenn sie geladen ist, deine Telefonbatterie daheim, dann heißt auch nicht, dass sie da plötzlich vor Begeisterung jodelt oder so, ja. Sondern die kann dann einfach besser, was sie tun soll. Amen. Okay, und das ist deine Verheißung. Die Verheißung Gottes an dich ist, du wirst in Zukunft besser tun, was du tust, wenn du dich auf diese Verheißung einlässt und den Heiligen Geist heute Morgen empfängst. Okay, wer ist bereit dafür? Wer ist bereit entweder für die Geistestaufe oder für eine neue Erfüllung? Okay, dann lasst uns alle miteinander aufstehen und wir beten miteinander. Okay, was wir jetzt machen, ist Folgendes. Ich werde für uns beten und du betest das nach, dann sind wir alle auf derselben Ebene, wir ziehen alle am selben Strang. Und dann, wenn ich anfange, in Sprachen zu reden, fangt ihr auch in Sprachen zu reden, diejenigen, die das können. Und diejenigen, die es noch nicht gemacht haben bisher, die legen los. Amen? Okay, Halleluja. So, sag mir wer. Herr Jesus, vergib mir meine Sünden, komm in mein Herz und mach mich neu. Danke, Herr, dass ich jetzt dein Kind bin. Und Herr, ich bitte dich, taufe mich im Heiligen Geist nach deiner Verheißung. Erfülle mich, o Herr. Schaff dir Raum in mir, o Gott. Heiliger Geist, ich bejahe dich. Ich empfange dich aus der Hand Jesu Christi. Und jetzt schnaufst du mal tief ein. Und Herr, ich bitte dich um das Sprachengebet.
Gib mir, Herr, in neuen Zungen zu reden, wie mir der Geist gibt, auszusprechen. Herr, ich empfange jetzt. Amen. Und jetzt erheb deine Stimme zum Herrn und fang an, ihn zu loben und zu preisen in anderen Sprachen. Barimam balavamam bukalavamam berolu lediam bopasolo rimram bopavamunda kularalaliuralas kuralavanamam bikorolodiedularadido oriandratrake.